Der Kryptomarkt hat sich gestern Mittag schon etwas nach unten geneigt. Nachdem dann um 20 Uhr eine Stellungnahme der US-Zentralbank herausgegeben wurde, ging es noch weiter bergab. Im heutigen Video schauen wir uns nicht nur diese Meldung etwas genauer an, sondern werfen auch nochmal einen Blick auf aktuelle News und Informationen sowie On-Chain- und Chart-Daten. Des Weiteren werfen wir nochmal einen Blick auf eine mysteriöse private Bitcoin-Wallet, die tatsächlich Bitcoins im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar hält, die gerade in den letzten Tagen weitere Bitcoins akkumuliert hat. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir selbstverständlich über den Bitcoin sowie über den gesamten Kryptomarkt. Wie auch die letzten Videos fangen wir das Video erstmal an, indem wir uns den Bitcoin-Chart und die On-Chain-Daten anschauen, gehen dann über zu den News und Informationen und am Ende gibt es nochmal ein kleines Fazit. Schreibt mal an dieser Stelle sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Reihenfolge so gut findet oder ob ihr meint, dass ich vielleicht die Chart- und On-Chain-Daten eher ans Ende des Videos setzen sollte. Was auf jeden Fall nicht am Anfang des Videos sein sollte, ist viel Gelaber. Drum reden wir nicht länger um den heißen Brei, Freunde. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Gerne kannst du natürlich auch diesen Kanal kostenfrei abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Springen wir auf die erste Folie. Bitcoin ist tatsächlich seit dem gestrigen Video noch weiter Richtung Süden gewandert, lanciert aktuell bei knapp 44.300 US-Dollar und auch Ethereum hat nochmal einige Prozente abgeben müssen. Der Fear and Greed Index hat sich recht stark nach unten korrigiert und das ist meiner Meinung nach der beste Beweis dafür, dass der Kryptomarkt sich auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht sicher ist, ob er eher bullish oder bärisch ist. Wir sind einfach von einem neutralen bzw. fast schon greedigen Bereich in einen ängstlichen Bereich gerutscht und das innerhalb von nur wenigen Tagen. Leichte prozentuale Schwankungen und 5, 6, 7% sind jetzt wirklich nicht viel im Kryptomarkt, reichen schon aus, um im Kryptomarkt eine Stimmung von Greed oder eben Angst auszulösen. Meiner Meinung nach ist das halt eben der beste Beweis, dass der Markt noch zu ängstlich ist und aktuell zu schnell auf negative Szenarien reagiert. Doch worauf reagiert er überhaupt? Er reagiert natürlich auf einen leichten Abverkauf, den wir nun schon seit einigen Tagen beobachten. Red Capital hat hierzu einen Graphen auf Twitter geteilt, bei dem er beispielsweise die Unterstützungszone von 43.100 US-Dollar als recht wichtig markiert, beziehungsweise hier als große Unterstützung darstellt. Das sehen wir halt auch eben zum aktuellen Zeitpunkt. Wir liegen noch gut über diesem Niveau und die letzten Stunden sah es auch immer noch so aus, als ob wir es tatsächlich schaffen, uns darüber zu halten. Wenn du dieses Video schaust, dann kann es natürlich sein, dass wir nach unten durchgebrochen sind. Das wäre auch gar nicht so unrealistisch. Es wäre allerdings auch kein großes Problem, denn du siehst hier unten ja beispielsweise diese rote Unterstützungsbox, die wahrscheinlich als nächstes auf uns warten würde. Was sich ebenfalls auf einem etwas tieferen Kursniveau hält, als wir aktuell stehen, ist beispielsweise der P-Circle 111 Day Moving Average. Es handelt sich hierbei um eine tatsächlich tendenziell sehr wichtige Unterstützungszone in eben Bullen- oder Bärenmärkten, die halt eben entweder eine Unterstützungszone in Bullenmärkten bietet oder eine Widerstandszone in Bärenmärkten. Durch die stärkeren Ankäufe in den letzten zwei Wochen haben wir es tatsächlich geschafft, nicht nur über diese Moving Average Linie zu brechen, sondern natürlich, wie ich euch die letzten Tage gezeigt habe, auch über viele andere. Jetzt gerade ist Bitcoin halt wieder auf dem Weg nach unten und signalisiert hier möglicherweise einen Retest. Wie bereits gesagt, wir haben tatsächlich noch etwas Luft nach unten, um das Ganze hier zu retesten. Ihr seht es beispielsweise im September, Oktober 2021. Auch dort haben wir beispielsweise hier das Ganze als Support genießen können. Interessant bleibt halt jetzt, ob wir es tatsächlich schaffen, das als Support zu markieren oder ob wir hier drunter brechen und der Bitcoin somit ganz schöne Schwäche beweist. Ein weiterer Graph, der möglicherweise auf die aktuelle Unterstützung hinweist, kommt hier von CryptoBall. Er hat nämlich einen Graphen geteilt, den ich ebenfalls sehr interessant fand. Er markiert nämlich hier in den aktuellen Kursverläufen ein sogenanntes Double Bottom Pattern. Das ist auch relativ bekannt und relativ beliebt, weil die Trefferwahrscheinlichkeit als recht hoch antizipiert wird. Wenn er mit diesem Pattern recht haben sollte, dann dürfte Bitcoin eigentlich nicht groß unter 42.500 US-Dollar fallen. Natürlich, Short-Term kann es nochmal etwas weiter nach unten gehen, denn wir dürfen an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen, dass das hier wieder der Weekly Timeframe ist, also tatsächlich eine Woche, eine Kerze. Es kann definitiv entscheidend sein, dass wir die aktuelle Woche mit über 42.500 US-Dollar abschließen und dann hoffentlich spätestens nächste Woche wieder steilere Kurse sehen. Dass die aktuellen Abverkäufe relativ gerechtfertigt sind, darüber haben wir ja im gestrigen Video schon gesprochen, unter anderem beispielsweise aufgrund der Miner, die hier einige Bitcoins an die Börsen geschickt haben, um sie möglicherweise zu liquidieren. Doch nicht nur das ist ein Hinweis
darauf, weshalb wir momentane Abverkäufe sehen. Auch die Funding Rate gibt hierbei einen sehr guten Hinweis darauf, dass die aktuellen Abverkäufe definitiv gerechtfertigt sind. Die Funding Rate zeigt hier an, ob am Kryptomarkt eher ins Positive oder ins Negative gehebelt wird. Wenn wir uns das Ganze hier etwas genauer anschauen, dann sehen wir immer bei diesen roten Strichen war die Funding Rate relativ hoch. Das heißt, es wurde eher auf einen steigenden Kurs gesetzt, es wurde eher long gegangen. Wenn natürlich viele Leute long gehen, dann profitieren die Market Maker davon, wenn der Markt nach unten geht, weil dann diese Long-Positionen liquidiert werden, dementsprechend automatisch geschlossen werden. Aufgrund dessen und wahrscheinlich aufgrund von einigen psychologischen Aspekten ist es oftmals so, dass wenn die Funding Rate extrem hoch ist bzw. besonders hoch ist, sehr, sehr viele Leute eben auf Long gehen, auf einen steigenden Kurs setzen, dass wir dann eben Kursrücksetzer sehen. Das Ganze sehen wir immer wieder. Diese Grafik ist eigentlich der beste Beweis dafür. Doch selbstverständlich ist das hier eher ein Short-Term-Ereignis. Ein Ereignis, was sich eher Long-Term ablesen lässt, ist beispielsweise der BTC Loss Indicator. Hierzu hat ein Crypto-Quant-Analyst einen kurzen Text geschrieben, den ich einmal übersetzt vorlesen möchte. Wenn der BTC Loss Indikator das Hoch revidiert, revidiert der Bitcoin-Preis auch das Tief. Der aktuelle Wert des Indikators ist eine potenziell obere Zone. Wir sehen hier also quasi eine Antikorrelation im Loss-Indikator im Vergleich zum Bitcoin-Chart, auch hier natürlich über einen längeren Zeithorizont gesehen. Ich habe hier noch einen weiteren Graphen gefunden, der meiner Meinung nach ganz gut zum Loss-Indikator passt. Es handelt sich hierbei um eine neue On-Chain-Metrik namens Relative Profit-Taking Z-Score. Diese identifiziert halt ganz gut, wann hier große Gewinne mitgenommen wurden und man sieht hier natürlich eindeutig, wann die großen Gewinne realisiert wurden. Es war immer zu Top-Zeiten der Bullruns. Besonders 2017 sowie allerdings auch zwischen 2013 und 2014 sah man hier diese großen Abverkäufe, ebenfalls natürlich auch bei unserem ersten Top des aktuellen bzw. letzten Bullruns. Was wir momentan sehen, ist tatsächlich eher noch bärischer Natur. Wir befinden uns momentan auf diesem Score bei knapp 0,21. Im Regelfall waren die Bodenbereiche zwischen minus 0,8 und 0,2. Dementsprechend befinden wir uns definitiv auch nach diesem Graphen in dem Bereich eines Bodens. An dieser Stelle kommen wir mal zum tatsächlichen Auslöser der Abverkäufe, vor allem gegen gestern 20 Uhr bzw. dann natürlich die Folgestunden. Der große Auslöser war nämlich hier die Veröffentlichung einer FOMC-Sitzung bzw. hier eine Meldung der US-amerikanischen Zentralbank. Die US-amerikanische Zentralbank entscheidet halt über das Drucken des US-Dollars. Dabei geht es eben nicht nur um den Leitzins, sondern beispielsweise auch um Anleihenkäufe. Anleger und Investoren schauen ganz genau hin, was hier die Fed herausgibt, denn als US-amerikanische Zentralbank hat sie natürlich offensichtlich einen maßgeblichen Einfluss auf den US-Dollar. Da es sich hierbei um die weltweit bekannteste und auch am meisten genutzte Reservewährung handelt, hängt natürlich sehr, sehr vieles hier am US-Dollar. Dementsprechend kann die Fed hier tatsächlich über weltwirtschaftliche Bewegungen im Bereich Inflation und Wirtschaftswachstum bestimmen. Da wir in den letzten Monaten und auch Jahren eine verstärkte Inflation gesehen haben, weil so viel Geld in den Markt gespült wurde, schauen Anleger und Investoren jetzt genau darauf, was die Fed hier rausgibt, denn viele antizipieren halt, dass die Fed jetzt bald stärker gegen die Inflation vorgehen würde. Tatsächlich wurden auch gestern Dinge genannt, die eben zur Inflation beitragen werden, beziehungsweise die Inflation reduzieren sollen. Beispielsweise sollen ab Mai bereits monatliche Anleihenkäufe in Höhe von bis zu 59 Milliarden US-Dollar auslaufen, ohne dass neue nachgekauft werden. Dementsprechend kaufen sie weniger Anleihen, sie kaufen sich weniger Marktanteile und geben natürlich aufgrund dessen dementsprechend auch weniger Geld in den Markt rein. Auch vor 20 Uhr gab es natürlich schon stärkere Abverkäufe. Erstens natürlich in Antizipation auf die Veröffentlichung des Meetings und aufgrund dessen, da ein Fed-Vorsitzender bereits Aussichten darauf gegeben hat, dass die nächste Leitzinserhöhung möglicherweise 0,5% betragen könnte. Wir sehen also, dass die Fed langsam auf die extrem hohen Zinsen reagiert. Das müssen sie selbstverständlich auch, während übrigens die Europäische Zentralbank weiterhin daran festhält, frühestens im Q3 2022 etwas gegen die extrem hohe Inflation zu tun. Man sieht auf jeden Fall ziemlich krass alleine jetzt schon, obwohl die Fed gerade mal mit den Anleihenkäufen zurückgeht oder sie einstellen möchte, dass der Kryptomarkt sowie allerdings natürlich auch der Aktienmarkt extrem heftig reagieren. Jetzt stellt euch mal vor, wenn die Fed hier tatsächlich einige ihrer Investitionen wieder liquidieren bzw. verkaufen, auf den Markt schmeißen würde. Eine Reduzierung der Bilanzsumme würde somit den Markt noch weiter und zwar extrem enorm unter Druck setzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die US-Zentralbank aktuell eine Bilanzsumme von knapp 9 Billionen US
US-Dollar hält, also 9.000 Milliarden US-Dollar. Das ist einfach das Zehnfache von dem, was wir noch 2008 gehalten haben. Der Kursanalyst von BTC Echo, von denen ich übrigens auch diese aktuellen Informationen hier habe, sagte allerdings, dass die aktuellen Abverkäufe nur vorübergehend seien. So sagte er, ich zitiere, die geopolitische Straffung dürfte sich mittelfristig negativ auf die Aktienmarktentwicklung auswirken und könnte damit auch den Kryptomarkt belasten. Historisch gesehen war diese negative Kursentwicklung jedoch nur von vorübergehender Natur. Langfristig tendieren die Aktienmärkte in der Vergangenheit durchweg höher, trotz Zinserhöhung der Notenbanken. Dementsprechend heißt es natürlich nicht, dass der gesamte Kryptomarkt zusammenbricht, nur weil hier jetzt der Leitzins erhöht wird und die Bilanzsumme etwas reduziert wird, beziehungsweise die Anleihenkäufe zurückgehen. Es bleibt definitiv spannend, was hier passiert, denn natürlich versucht auch die Fed hier nicht die gesamte Weltwirtschaft in die Ruin zu treiben. Kommen wir an dieser Stelle mal auf einen Wal zu sprechen, den ich extrem interessant fand. Ich habe über diese Wallet bereits vor einigen Monaten gesprochen. Es handelt sich um eine der weltweit die größten, beziehungsweise die wohl größte anonyme Bitcoin-Wallet, die wir überhaupt haben. Sie hält nämlich über 120.000 Bitcoins, dementsprechend fast so viel wie MicroStrategy, hat dementsprechend auch einen ähnlich hohen Wert von knapp 5,5 Milliarden US-Dollar. Nun hat sich die Wahl-Wallet mal wieder zurückgemeldet und tatsächlich 3.241 Bitcoins akkumuliert. Das entspricht zum aktuellen Zeitpunkt einem Gesamtwert von knapp 145 Millionen US-Dollar, dementsprechend gar nicht mal so wenig. Man darf an dieser Stelle allerdings nicht vergessen, dass dieser Wahl tatsächlich nicht nur akkumuliert, sondern vor einigen Wochen auch einige Verkäufe getätigt hat. Ich habe mir diese Verkäufe mal etwas genauer angeschaut und tatsächlich sieht man, dass der Wahl relativ gut bei ca. 46.000 US-Dollar verkauft hat und sich halt zu aktuellen Kurswerten wieder Stück für Stück einkauft. Insgesamt hat er allerdings durch die Trades in den letzten paar Wochen keine großen Profite gemacht, denn er hat mal recht hoch verkauft, allerdings auch dann tendenziell eher hoch wieder eingekauft. Trotzdem ist es meiner Meinung nach immer noch ein extrem großes Rätsel, wer tatsächlich hinter dieser Wallet steckt, denn es handelt sich zumindest meines Wissens nach um einen unbekannten Bitcoin-Hodler. Die Käufe des Wals, die jetzt vor allem im April getätigt wurden, kommen auch gar nicht so unerwartet. So hat beispielsweise das On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode erst kürzlich eine Stellungnahme rausgegeben, bei der sie beschrieben, dass der April tendenziell ein sehr bullischer Monat für den Bitcoin ist. Darüber haben wir bereits ebenfalls vor 2 Wochen gesprochen. Noch dazu wies Glassnode ein weiteres Mal darauf hin, in einem historisch starken Monat der Bitcoin-Kaufseite erreichen die Börsenabflüsse etwa 96.000 BTC pro Monat, wobei Garnelen und große Wale an der Spitze standen. Viele Leute fragen sich immer, was ist jetzt damit gemeint, was sind Shrimps, was sind Wale? An dieser Stelle habe ich einfach mal eine kleine Liste mit reingenommen, anhand dessen man so ein bisschen sehen kann, was damit gemeint ist. Es sind eben die verschiedenen Walletgrößen bzw. die verschiedenen Akkumulationsgrößen, die hierbei aufgezeigt werden. Soweit ich weiß, werden Wahl-Wallets im Allgemeinen Wahl-Wallets ab 1000 Bitcoins genannt. Von einer wörtlich übersetzten Buckel-Wahl-Wallet habe ich bisher noch nichts gehört. Also ich bin der Meinung, ab 1000 BTC ist es eine Wahl-Wallet. Vollkommen egal, ob man das jetzt hier Buckel-Wahl oder einfach nur Wahl-Wallet nennt. Aber damit habt ihr einfach mal so eine kleine Auflistung. Könnt euch das natürlich gerne screenshotten oder irgendwie beiseite legen, aufschreiben, damit ihr auch in Zukunft wisst, worüber gesprochen wird, wenn irgendjemand von Fisch-, Wahl- oder Delfin-Wallets spricht. Kommen wir jetzt nochmal zu 2, 3 Informationen, die ich euch definitiv ebenfalls nicht vorenthalten möchte. Wir haben beispielsweise jetzt in Deutschland die ersten Volksbank Raiffeisenbanken hier den Kryptohandel zugelassen, im besonderen Bezug natürlich hierbei auf den Bitcoin. Hierbei sprechen wir auch nicht von allen Filialen, sondern lediglich von einigen in Baden-Württemberg. Ich schätze mal, hier werden weitere folgen. Im Wirtschaftsportal Bloomberg wurde bereits vor einigen Tagen verkündet, dass sie nun halt auch eben in Zukunft den Kryptohandel bzw. den Bitcoin-Handel anbieten. Selbstverständlich erstmal nur für gehobene Privatkunden, also Leute, die besonders vermögend sind. Später soll das Ganze allerdings dann für alle Kunden freigeschaltet werden und ich denke mal, dann kommen auch schlagartig viele weitere Filialen hinzu. Sie ist auch nicht die einzige Bank, die den Kryptohandel in Zukunft ermöglicht. Auch die American Bank, dementsprechend eine Bank aus Amerika, ermöglicht in Zukunft den Handel mit Kryptovermögenswerten, hierbei im besonderen Bezug nicht nur auf den Bitcoin, sondern eben auch auf Ether. Kommen wir an dieser Stelle zu einer News, die ich extrem interessant fand. Hierbei ging es nämlich um unseren Finanzminister Lindner in Bezug auf Bitcoin und Co. Vor einer Woche hat nämlich unser Bundesfinanzminister Christian Lindner einige Vertreter aus dem Finanzsektor zu einem exklusiven Treffen in seinem Ministerium eingeladen. Dort wurden über aktuelle Herausforderungen und auch Lösungsmöglichkeiten gesprochen, im besonderen Bezug halt eben auf die Kryptobranche. Auch einige Vertreter aus dem deutschsprachigen Kryptobereich waren dabei, beispielsweise Mitglieder der Börse Stuttgart. Kurz nach dem Treffen ließ Lindner übrigens verlauten, die digitale Transformation verändert, wie wir bezahlen, sparen, investieren und uns versichern. Mein Ziel ist, Deutschland zum führenden Standort für digitale Finanztechnologien zu machen. Das Digital Finance Forum bildet hierfür eine entscheidende strategische Säule.
Fände ich auf jeden Fall eine extrem interessante Aussage. Passt eigentlich absolut nicht zu Deutschland und Europa. Vor allem, wenn wir uns anschauen, was hier aktuell im Europaparlament beschlossen wurde und auch wird. Ich spreche hier natürlich im Besonderen in Bezug auf die Transfer and Funds Regulation. Hierbei natürlich im besonderen Aspekt auf den Verbot von privaten Wallets und damit quasi auch die Auslöschung des DeFi-Bereichs aus dem europäischen Raum. Jedenfalls sieht Christian Lindner offensichtlich das Potenzial in Bitcoin und der gesamten Kryptoindustrie. So möchte er der Branche Wachstumsmöglichkeiten einräumen und ebenfalls soll er auf dem Treffen gesagt haben, dass es nötig wäre, das Ganze größer zu machen. Christian Lindner sprach hierbei nicht nur über den Standort Deutschland, sondern tatsächlich über ganz Europa, vor allem im besonderen Bezug der Konkurrenz Asien und Europa. Ich finde es auf jeden Fall extrem interessante Aussagen, gerade eben, wenn man sich einfach mal anschaut, was hier im Europaparlament aktuell beschlossen wird. Schreibt mir hierzu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie Christian Lindner mit dieser Situation umgehen wird, beziehungsweise ob er hier tatsächlich etwas bewirken kann. Sehr viele Leute aus der Kryptobranche setzen vieles an Christian Lindner und hoffen natürlich, dass er hier etwas Positives dazu beitragen kann, dass wir eben nicht die komplette Privatsphäre im Crypto-Space verlieren. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Information mit reingebracht, weil ich fand, sie passt ganz gut zum Thema. Und zwar reden wir hierbei vom weltweit größten Darknet-Marktplatz namens Hydra, der jetzt abgeschaltet wurde. Das Darknet kennt ihr ja mit Sicherheit. Es handelt sich hierbei quasi um einen Bereich des Internets, der tatsächlich größer ist als das Internet, wie wir es kennen. Darknet-Marktplätze sind meistens relativ illegaler Natur, weil sonst würden sie nicht im Verborgenen agieren. Man kann dort beispielsweise gefälschte oder geklaute Kreditkarten kaufen, Reisepässe, Drogen, Waffen und so weiter. Diese Marktplätze sind logischerweise nicht legal und jetzt wurde der weltweit größte illegale Darknet-Marktplatz lahmgelegt bzw. aufgespürt und halt eben abgeschaltet. Dabei wurden noch Bitcoins im Wert von knapp 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Und zwar tatsächlich vom deutschen Bundeskriminalamt. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich dachte, bei Krypto kann man nichts nachvollziehen oder beschlagnahmen, vor allem nicht, wenn es hier tatsächlich privater Natur ist. Aber scheinbar geht es wohl doch irgendwie. Ich habe jetzt keine genauen, detaillierten Informationen, aber scheinbar kommt auch dieser Marktplatz wieder aus dem deutschsprachigen Raum, beziehungsweise wurde er wohl hier irgendwo gehostet, denn auch die Serverinfrastruktur wurde tatsächlich von deutschen Behörden beschlagnahmt. Ich weiß gar nicht, warum sich die Kriminellen immer Deutschland als Standort suchen für solche Serverinfrastrukturen. Wir haben ja tatsächlich schon recht oft Darknet-Marktplätze gesehen, die hier ihre Server in Deutschland haben laufen lassen. Keine Ahnung, warum dieser Standort so interessant ist, denn irgendwie sehe ich hier nichts, was dem Ganzen in die Karten spielt, außer vielleicht, dass unsere Gefängnisstrafen nicht ganz so hoch sind. Ist auch egal, Freunde, soll jetzt aktuell nicht im Fokus des Videos stehen. An dieser Stelle möchte ich das Video nämlich schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen, die aktuelle Situation etwas besser zu verstehen. So sehen wir natürlich auch aktuell noch etwas Verkaufsdruck, wir haben aber noch Luft nach unten, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Meinetwegen kann es sogar sehr gerne noch weiter nach unten gehen, denn tatsächlich würde ich nochmal etwas weiter nachkaufen. Schreibt mir gerne eure Meinung zur aktuellen Marktsituation in die Kommentare und an dieser Stelle beende ich das Video. Hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Ihr kennt es, Freunde, gerne kostenlos abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Das war's von mir. Morgen sehen wir uns in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.